Nach jahrelangen Diskussionen und 7-jähriger Bauzeit ist sie endlich da. Die grüne Linie der Metro von Taichung. Am 16. November wurde sie für eine einmonatige kostenlose Testphase freigegeben, ehe sie dann Ende Dezember offiziell in Betrieb genommen werden soll. Die Bewohner erhoffen sich eine Erleichterung und Zeiteinsparung beim täglichen Pendeln. Allerdings haben einige Fahrgäste noch ein Problem. Die Türen schließen sich, für viele zu plötzlich. Das ist tatsächlich nicht viel schneller als in Taipei und es wird sicherlich auch noch angepasst werden können. Aber viele neue Benutzer der Metro in Taichung sind noch nicht an das System gewöhnt. Der Tipp: Warten Sie auf die nächste Bahn, die schon in 3 bis 5 Minuten ankommt.